Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Die Osterferien sind jetzt leider zu Ende. Arbeit und Schule gehen wieder los, aber erstmal steht der nächste Feiertag ins Haus. Und zwar der 1. Mai, Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterbewegung, internationaler Kampftag der Arbeiterklasse oder wie immer er genannt wird. Dazu kommen wir aber noch später. Hier erstmal ein ganz kleiner Tipp hier aus Borg, Heide, für alle Kontaktlinsenträger. Ich war nämlich letztens hier im Nah und Gut gewesen und da wurde ich angesprochen, weil ich letztes Jahr mal gefragt habe, ob es denn kein Kontaktlinsenwasser gäbe. Nämlich nirgendwo kriegt man das hier in Borkheide und da wurde mir gesagt, wir haben jetzt hier Kontaktlinsenwasser. Also wer immer Kontaktlinsenwasser braucht, ich brauche das nämlich ab und zu mal, das gibt es jetzt auch im Nah und Gut. So, dann die erste Veranstaltung, die wir hatten, und zwar am Freitag, war unsere Geburtstagsfeier des BNTV. 3 Jahre Borkheide News TV hatten wir ja zu feiern. Nochmal ganz herzlichen Dank an all die Gäste, die da gekommen sind, Vereine, Bürgermeister und, die uns geholfen haben, die Lebensmittel und den Alkohol zu vertilgen. Es war super gewesen. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr alle dort erschienen seid. Der Wein und die Chicken Wings sind jetzt leider alle. Ein paar Bratwürstchen haben wir noch übrig, aber die machen wir dann nochmal an, wenn man den Grill draußen oder warm, wenn wir den Grill draußen bewegen können. Hier haben wir auch ein kleines Videoschnipsel für euch. Hey! Sitz! Sitz! Funktioniert nicht bei allen Nutzern. Entschuldigung. Ja, so sah es da aus und das, was ihr nicht sehen dürft, haben wir dann rausgeschnitten, logischerweise. Nochmal herzlichen Dank, dass so viele von euch erschienen waren. Dann war am Freitag natürlich noch eine Veranstaltung und zwar eine Demo in Fichtenwalde. Ja, und was war das für eine Demo genau? Es ging um das Besprühen der Wälder mit dem Insektizid Karateforst. Da gibt es ja so sehr streitbare Positionen. Dort war auch unter anderem der RBB anwesend und das Forstamt. Da wurde sehr über den Einsatz des Giftes gestritten und darüber, ob es dafür kurzfristig machbare Alternativen gäbe. Die Forstbehörde sieht halt keine andere Möglichkeit, den Waldumbau so kurzfristig hinzubekommen, ist auch keine schnelle Lösung. Wie die Sache nun genau ausgeht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, zumal eine Infoveranstaltung zum Beispiel morgen am 30. April um 16.30 Uhr in der Kita Borkwalde noch stattfinden soll. Das ist natürlich für uns Borkheider hier ein ziemlich ungünstiger Termin, denn da sind schon die Veranstaltungen zur Maibaumaufstellung in vollem Gange. Wer da trotzdem hingeht, für ein paar Infos sind wir doch dankbar. Wir können die dann auch hier weiter mit verbreiten. So, dann gab es natürlich am Samstag noch eine Veranstaltung in der Gaststätte am Waldbad. Dort war wieder das beliebte Dartspiel angesagt. Diesmal gewann dort Bodo. Den 2. Platz hat Sven gemacht und den 3. der Chris. Sollte Bodo beim nächsten Mal wieder den 1. machen, darf er den Pokal behalten, zumindest den Nummer 1. Es waren insgesamt, wie man hier sehen kann, 13 Spieler am Start. Das ist doch ganz gut besucht gewesen. Die nächste Veranstaltung, wo viele Borkheider unterwegs waren, war zum Beispiel das Frühlingsfest in Goldzoo, und zwar am Samstag. Da war das Naturbad Borkheide e.V., die DLRG-Ortsgruppe Borkheide SV 90 mit den Crazy Borkies und die Musikschule Fröhlich mit dabei. Und das war das Frühlingsfest des Tourismusvereins Zauche Fleming. Diesmal fand es wegen der 800-Jahr-Feier
oder wegen den 800 Jahrfeierlichkeiten des Ortes Golzow in Selbing statt und mit der Anzahl der Teilnehmer konnte sich Borkheide vielseitig darstellen und wer weiß, vielleicht kommt das nächste Frühlingsfest demnächst ja auch mal nach Borkheide. Vielen Dank jedenfalls an alle Borkheider Teilnehmer, die unseren Ort dort standesgemäß vertreten haben. So, und nun sind wir schon wieder bei der Maibaumaufstellung. Die geht ja ab morgen los und zwar morgen schon ab 9.30 Uhr geht's los mit einer Radwanderung. Um 11 Uhr ist die Eröffnung der Radstation geplant mit dem Bürgermeister. Um 14 Uhr wird der Mehrgenerationsspielplatz eingeweiht. Und soweit ich weiß, nur kurzfristig, da der Rasen noch richtig Fuß fassen muss. Der muss wohl erst zweimal gemäht werden, bevor er richtig betreten werden kann. Um 17 Uhr singt erstmalig der Borkheider Chor öffentlich um 17.40 Uhr ist die Musikschule fröhlich dran. Um 18.15 Uhr die Seniorentanzgruppe. Um 18.30 Uhr ist die Aufstellung des Maibaumes geplant. Um 18.45 Uhr tritt die Line-Dance-Gruppe des BSV 90 auf. Um 19 Uhr gibt es die Verleihung des Kunst- und Kulturpreises. Um 21 Uhr die Feuershow der Fireflies. Und dann geht zum Tanz in den Mai mit Mr. B und Matze. Und dann am 1. Mai geht es natürlich gleich weiter. Und zwar ab 11 Uhr startet der traditionelle Mailauf in Waldbad Borkheide, den wohl so mancher mit schweren Kopf und schweren Beinen absolvieren muss. Wir mal schauen, wie ich das da so hinkriege. Ich möchte nämlich auch mitlaufen. Schauen wir mal. Okay, kommen wir jetzt gleich zum Sport. Diesmal Fußball auswärts gewesen. Der BSV 90 war zu Besuch bei der Spielergemeinschaft SV Zieser 31 MSV Glienicke 76-2. Leider konnten sie nur einen einzigen Punkt mit nach Hause nehmen. Das lag wohl unter anderem daran, dass es eine Menge Spielerabsagen bei uns in unserer Mannschaft gab, die alle was anderes vorhatten. Also als damals beim Spiel gegen Niemek. So hat der BSV dann doch mit einem 2-2 den Platz wieder verlassen, haben immerhin nicht verloren, haben einen Punkt mit nach Hause gebracht. Und ich denke, das muss auch mal gehen. Das heißt, es hat ja keine Veränderung in der Tabelle geblieben, der BSV gegeben. Der BSV steht weiterhin fest auf dem 2. Platz und hat vielleicht noch 2 Spiele zu absolvieren, um dann tatsächlich die Saison auf dem 2. Platz zu beenden. Schauen wir mal, was das wird. Aber wir haben natürlich auch hier noch ein kurzes Video mit dem Interview des Trainers. Für den Ton bitten wir um Entschuldigung. Der Bernd hat halt mit dem Handy gefilmt. Da hat er nicht so ein tolles Mikro drin. Bitteschön. Ja, Hartmut, heute von mir mal die Frage, wie siehst du das Spiel? Ja, war hart umkämpftes Spiel. Ein paar unglückliche Entscheidungen des Schiris muss man leider auch mit hinzufügen. Wir haben es in der ersten Halbzeit auch spielerisch nicht gut gemacht. In der zweiten Halbzeit sind wir besser im Spiel gewesen. Wir haben dann noch Taktik nach oben gestellt. Aber man muss auch sagen, wir hatten heute noch einige Ausfälle zu verkraften. Und unter diesem Aspekt zu sehen, war der Punktgewinn beim Tabellendritten als Erfolg zu sehen. Dankeschön. Okay. Ja, das dazu. Jetzt bleibt uns nur noch schnell das Wetter von Matze. Was sagst du, Matze? Wie sieht unsere Maifeier aus? Kriegen wir das trocken über die Bühne? Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Kommen wir noch ganz schnell zum Wetter. Morgen ist ja schon wieder Maibaumaufstellen in Borkheide und das Montagswetter ist morgen wieder weg. Morgen scheint die Sonne, Temperaturen 18 bis 20 Grad möglich, aber morgen Abend bitte Jacke einpacken und vielleicht ein paar dickere Schuhe. Nachts, wenn wir dann abbauen gegen 0 Uhr, wenn es vorbei ist, dann könnten es durchaus 3 Grad sein. Und Mittwoch hält sich das Wetter noch genauso wie am Dienstag. Zum Waldbadlauf werden wir wieder bestes Laufwetter haben mit Sonnenschein. Frühmorgens noch 8 Grad, ein bisschen frischer, aber das ist ja zum Laufen auch genau richtig. So, Rest der Woche, Donnerstag, Freitag flaut es wieder ein bisschen ab. Freitag maximal 10 Grad, vielleicht auch 8 Grad tagsüber. Da geht dem Wetter noch mal ein bisschen die Luft aus. Aber was ich gut fand, es hat jetzt mal ein bisschen geregnet. Die Waldbrandstufe ist erstmal weg. Und auch wenn es nicht viel Wasser war, aber es kam wenigstens was runter. Ja, grob für die Woche. Wir sehen uns beim Maibaum, beim Waldbadlauf. Also bis morgen und bis übermorgen. Ciao. Jo. Das erstmal dazu. Viel mehr wollen wir heute gar nicht mehr bringen. Die nächsten Themen stehen ja schon an. Wie gesagt, morgen mit der Maifeier, übermorgen mit dem Mailauf. Wir sehen uns dann auf dem Marktplatz in Borkheide wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss.